Natalie hat auch an der TU Delft, der TU Berlin, am Bernlage-Institut und an der AA in London gelehrt und ist seit 2013 Professor für Baukunst an der besagten Kunstakademie Düsseldorf. Johannes Müssong hat Kunstgeschichte, Philosophie und Romanistik an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf studiert. Er promovierte in Münster, verbrachte einige Zeit in Florenz. Sein Schwerpunkt ist auch die Renaissance, worüber er auch zahlreiche Bücher und Aufsätze publiziert hat. Zum Beispiel über Antonio Canova, deutsche Künstler in Rom, und sein neuestes Buch La Fontana de Nettuna, de Bartolomeo Amandati. Nein, Italienisch ist nicht so gut. Johannes Müssong ist Professor für Kunstgeschichte der Neuzeit und Prorektor an der Akademie Düsseldorf. Ja, dann würde ich sagen, die Herren und Damen, oder der die Damen und Herren, wir fangen an. Und ich freue mich zu hören, was ihr zu sagen habt. Ja. Ja, vielen Dank natürlich zuerst für diese Einladung. Und ich war auch so glücklich, vor 2 Jahren war es, glaube ich, um eine Führung hier zu bekommen und war natürlich extrem begeistert von all diesen, erstmal um in diesem Haus zu sein und in diesen Ort. Ist ja auch sehr verbunden mit unserer Düsseldorfer Baukunstklasse, ganz klar. Aber auch um all diese Schätze zu sehen, die hier gelagert sind, die für Architekten natürlich von unschätzbarem Wert sind. Und ja, für meinen Ex Libris habe ich aber auch versucht, in die ganze Liste, die ich bekommen habe von den Büchern, die hier im Haus sind, ein Buch zu suchen, das ich auch zu Hause habe, also eine kleine Überlagerung zu finden zwischen mir und das Ungers und die Ungers Library und die Ungers Bibliothek. Um ehrlich zu sein, und ich habe auch als praktizierende Architektin versucht, eine Verbindung zu machen mit meiner eigenen Arbeit. Ich glaube, vielleicht erwartet ihr das auch gewissermaßen. Und ich glaube, das ist auch, wie wir Architekten die Bücher, die Projekte nützen. Hä? Wir nützen sie. In Brasilien sagt man ab und zu, eigentlich isst man es, wie so ein bisschen Kannibalismus fast. Und dann irgendwann kommt es wieder raus und dann wird es auch immer unklarer, was original und was man dann selbst verarbeitet hat, verkraftet hat von diesen Büchern. Und eine von meinen Studentinnen sagte schon heute Mittag, oh, das ist ein Buch mit nur Bildern. Du musst auch nichts lesen, als du diese Ex Libris vorbereitet hattest. Und das ist natürlich auch ein bisschen wahr. Also wenig Wörter für Bilder. Ich habe auch noch einen Subtitel hinzugefügt über exemplarische und prototypische Architektur. Ich glaube, dass für mich diese Case Study Houses auch damit zu tun haben, dass sie auch etwas zu tun haben mit diese 2 Wörter, exemplarisch, prototypisch, die wir in unserer Arbeit im Büro auch immer wieder versuchen zu benutzen und in unsere Arbeiten eingebettet sind. Ist es exemplarisch, ist es prototypisch? Ist es einzelartig? Oder können wir, manchmal versuchen wir auch mit unseren Arbeiten etwas Exemplarisches oder Prototypisches zu machen. Und zu gleicher Zeit versuchen wir uns in unserer Arbeit auch immer zu verhalten zu exemplarischer und prototypischer Architektur. Und die Case Study Houses gehören sozusagen zu unserem Kanon, denke ich, von Architektur, die wir uns gerne anschauen, die wir als Inspiration benutzen. Und eigentlich mein kleiner Vortrag, ich habe nur 165 Bilder zum Erschrecken von meinem Kollegen. Das werde ich schaffen. Ich versuche eigentlich ein bisschen zu verflechten auch meine persönliche Geschichte und die Geschichte von diesen Häusern, diese Bücher.
Um ehrlich zu sein, das bin ich hier. Und zwar zeige ich diesen Bild. Das ist in ein Stadtplan von den Broek en Bakema, Hengeloze S. Wird zurzeit schon wieder halb abgerissen oder fast ganz, weil es nicht ganz mehr gut funktioniert. Aber damals, ich glaube, dieses Bild ist aus 1969 ungefähr, war es das Neueste von das Neueste. Und was man auch eigentlich sehr klar sieht, wie hier von den Broek en Bakema, also da könnte ich auch ein ganze Ex Libris machen, glaube ich. Aber wieder auch dieser Einfluss von unserer holländischen Moderne, Mondrian und so weiter, auch hinein fließen. Denn das wollte ich eigentlich auch sagen. Am Anfang habe ich versucht, ein Thema heute Abend über den Stijl oder über Oud oder über Rietveld zu machen. Aber dann habe ich gespürt, dass es in der Vergangenheit von den Ex Libris schon mehrfach auch in diesem Sinne Abenden gegeben hat. Also dann habe ich mich da eigentlich auch wieder dagegen entschieden und weitergesucht in den Katalog und ein anderes Buch gesucht. Vielleicht auch gut so. Also diejenigen von euch, die immer da sind, nicht noch einmal De Stijl und Rietveld. Aber es sind natürlich, ist natürlich das Rietveldhuis eine der ikonischen Häuser, der aus dem Zeitraum kommt, der auch die Case Study Houses sehr beeinflusst hat, hè? Aus dieser Zeit, als ein radikaler Bruch natürlich mit der Vergangenheit gemacht wurde. Aber hier sieht man auch so eine Art von Ineinanderfließen von Architektur, Möblierung, die Persönlichkeit von die Kundin, ein Radikalismus, eine spartanische Herangehensweise und natürlich auch diese ungeheuer Kontrast zwischen das Haus und der Nachbar, was auch noch wieder kommen wird. Also trotzdem ein Teil meiner Vergangenheit auch und eine der Gründe, warum ich Architektur angefangen habe zu studieren, ist eben, weil ich als Schülerin mich für diese Zeit und diese Architekten angefangen habe zu interessieren. Und das hat mich auch interessiert, eben weil sie nicht nur, eben weil sie auch eine Kombination hatten in ihren Arbeiten, wo die Entwicklungen ihrer Zeit auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen verbinden wollten. Und diese zwei Sachen zusammenbringen, eigentlich das die kulturelle Seite und die gesellschaftliche Seite und das zusammenfließen lassen in solche einzelartige Projekte, das war für mich auch ein wichtiger Grund, warum ich glaubte, dass Architektur eine der spannendsten Sachen war, wo man sich mit auseinanderstellen könnte. Und noch ein Buch, als ich dann letztendlich angefangen habe zu studieren, war der Bakema noch ein großer Einfluss an der TU Delft 1984. Er lebte nicht mehr in dieser Zeit, aber seine Gedanken von Stuhl bis Stadt über unterschiedliche Maßstaben zu denken, war sehr wichtig. Eine andere wichtige Person für mich war, sein Name steht hier unten, Max Rieselada. Und er erklärte uns Architektur zum Beispiel über Auseinandersetzungen mit den sehr persönlichen Raumentwicklungsgedanken von zum Beispiel von Loos und Le Corbusier. Also über die Ermittlung dieser meistens Häuser von Architekten lernten wir zum Teil, wie zu entwerfen. Und auch durch eine sehr klare Analyse von diesen Wohnungen. Etwas ältere Studenten, das Programm hatte damals schon angefangen. Zur Zeit, dass ich studierte, wurden diese Untersuchungen gemacht, die jetzt in diesem Buch auch gelandet sind. Die Modelle gebaut, die Pläne nochmal nachgezeichnet. Ganz grundsätzlich die unterschiedlichen Raumauffassungen verglichen. Und Max Rieselada, interessanterweise, der wurde dann letztendlich als ich
mein Diplom gemacht habe, mein wichtigster Lehrer. Und er hat Anfang der 70er Jahre zwischen sein Studium und dann danach hat er angefangen zu arbeiten an der TU. Er war eigentlich sein ganzes Leben, hat er unterrichtet, arbeitete er für, ich glaube, 2 Jahre bei IMS im Studio in Los Angeles. Also man kann sich vorstellen, dass auch da der Einfluss ganz sag mal, eingegossen wurde. Wir wurden während unseres Studiums auch sehr bekannt gemacht mit diesen Arbeiten von den modernen Architekten nach der International Style, nach dem heroischen modernen Architektur. Eine gerade Linie, als man nicht aufgepasst hätte und ab und zu mal zur Architekturgeschichte-Klassen gegangen wäre an der TU, dann hätte man denken können vielleicht, dass die Architekturgeschichte um 1900 angefangen hat, ungefähr 1880. aber so geprägt war mein Unterricht von der Moderne. Ja, heute Abend, und ich bin jetzt noch nicht bei dem wirklichen Buch, weil eigentlich ist dieses Buch ist eine Zusammenfassung, dieses Buch Modern California Houses aus 1962, von einer Sequenz von Wohnungen, die im Auftrag von einem kalifornisches Architekturzeitschrift Arts and Architecture gemacht wurde. Februar 1945 hat das angefangen mit den ersten Ankündigungen. Und es war damals, Februar 1945 war es noch Krieg, aber man ahnte auch schon, jedenfalls der Verlage und Editor, diese Zeitschrift war von der Verlage, John Entenza, wusste man, unsere Soldaten kehren heim, wir werden einen Wiederaufbau machen. Die Gesellschaft hat sich geändert auch während des Krieges. Wir werden bald neue Wohnungen brauchen. Und wie können wir das so machen? Der John Entenza hatte eigentlich dieses Arts und Architecture auch so eingerichtet, dass er so viel wie möglich die moderne Architektur versuchte für alle Leute. Es war nicht ein Architekturzeitschrift nur für Architekten, aber auch für jeder, der interessiert war in Arts und Architecture, versuchte er sie zu erziehen, quasi die Leser, und zu berichten über moderne Architektur. Das hatten die schon vorher getan, indem die Wettbewerbe für kleine Häuser organisierten mit dieser Zeitschrift. Aber Februar 1945 hat es wirklich angefangen, The Case Study House Programm. Und zur rechten Seite ein paar kleine Bilder, oben von Los Angeles. Und die erste Gedanke war, 8 Häuser zu entwerfen. Es war auch eine Zeit, in der viele Architekten eigentlich mehr an diese Funktionsbauten arbeiteten. Viele junge Architekten, wie diese Hangar während des Krieges. Und auch eine Zeit, wo schon eine Vorahmung war von was dort unten, das sind die Levitans, diese Trakthäuser, die gebaut wurden, um diese großen Massen von Soldaten, die heimkehren würden und ein Haus suchen, schnell eine Wohnung zu geben. Wie also dann zu versuchen, eine Inspiration zu bieten, um diese neue Wohnungen, die wo Bedarf war, um das auf eine schöne Art und Weise zu machen. Und dazu gab es das andere Problem, dass in den 30er Jahren die Architektur schon ein bisschen traditioneller wieder geworden war und sogar die Banken es schwierig fanden, um Geld zu leihen, um ein modernes Haus zu bauen. Das fanden sie risikovoll. John Entenza, der Verlager, jetzt hoffe ich, dass ich das nächste Bild bekomme. Oh, das muss ich hier machen, entschuldige. Das ist der Verlager. Übrigens, das ist in zweiten Edition, also in den Anfang 60er Jahren. Meinte, dass er, der wurde eigentlich der Kunde, das ist ein interessanter Gedanke.
diese Verlage wurde die Kunde von den ersten Häusern. Er brachte Industrie, Sponsoren und meistens junge, spannende Architekten zusammen und sagte, wir fangen einfach an, ein paar Häuser zu bauen. Das werden die Beispiele und mit diesen Beispielen inspirieren wir junge Gesinnen, junge Familien, um ein modernes Haus zu bauen. Es gab natürlich damals auch einen Mangel an Materialien. Es gab natürlich übrigens auch die Beispiele aus der Vergangenheit von der Moderne. Und der Entense hatte auch vor, aus seinen Freundeskreisen von Architekten zu rekrutieren. Dass das in Kalifornien geschah, war nicht zufällig, denn es gab dort sehr viel moderne Architekten. Hier zwei Beispiele, den Schindler Neutra, die beiden ein Haus für Philip Lovell gemacht haben. Es gab also eine Tradition von moderner Architektur, zum Teil von Einsiedlern, die aus Europa nach Kalifornien geflüchtet waren. Und es gab auch diese coole Haltung. Der Entense hatte vorher für MGM gearbeitet auch. Und ja, er versuchte eigentlich sein Lebensgefühl von dieser modernen Architektur auch zu promoten und weiterzubringen und zu beweisen, dass es auch übertragbar war auf bezahlbare Wohnungen. Eine andere Inspiration war natürlich die Weißenhof-Siedlung. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel von einer Ausstellung von moderner Architektur. Auch mit das Ziel zu überzeugen, dass mit modernen Techniken und nicht zu viel Kosten moderne Architektur machen konnte. Mal sehen, ob ich nichts vergesse. Genau. Der Schindler werden wir aber nicht weiter sehen, weil der um irgendeinen Grund ein bisschen aus der International Style, aus dieser Kanon-Gruppe rausgefallen war. Aber Neutra wurde dann auch einer von den Architekten, der eingeladen wurde. Zwei Bücher gibt es aber hier auf dem Tisch. Das eine ist den Modern California Houses. Das hatte der Ungers auch gekauft damals, glaube ich. Selbst gekauft wahrscheinlich. Oder vielleicht, als er in Amerika war. Das kann gut sein. Kann gut sein. Aber es gibt, hier ist es. Wurde gemacht von, geschrieben von einer Journalistin. Und Esther McCoy, der interessanterweise als Zeichnerin, das werden wir gleich noch sehen, für Schindler auch gearbeitet hatte und auch Editor war von diesen Arts and Architecture. Und dieses Buch, das zeigt eigentlich den Überblick von den Case Study Houses, dem Programm, was zwischen 1945 und 1965 ungefähr gelaufen hat. Und ja, ich sagte schon, Kalifornien hatte eine schöne Geschichte. Frank Lloyd Wright habe ich noch nicht erwähnt. Auch die Auseinandersetzung zwischen Natur und Architektur war schon wichtig. Aber wie gesagt, die erste Case Study Houses sollten eigentlich einen Low-Cost, also bezahlbare ökonomisch mit Materialien wegen Nachkriegszeit Prototypen liefern, die dann auch als Inspiration und Umsetzung vielleicht durch die Industrie genutzt werden konnten, um mehrfach produziert zu werden. Und auch die Gesellschaft hatte sich geändert 1945. Also die Häuser wurden auch gebaut für andere Familien als in den Vorkriegszeit. Aber darüber später noch etwas mehr. Esther McCoy, ich habe schon über sie gesprochen, sie hat das Buch gemacht, sie hat die Texte geschrieben, sie hat für diesen Arts and Architecture gearbeitet, aber auch später für mehreren amerikanischen Zeitschriften geschrieben, Bücher gemacht über moderne Architekten, wie auch über Neutra.
und auch für Lotus und L'Architettura geschrieben. Aber irgendwann, ich sagte, sie arbeitete für Schindler, weil er auch, hatte sie auch vor, selber Architektin zu werden, aber das wurde sie damals entraten, weil das für eine Frau eine schwierige Sache sein würde. Aber sie war, sie bekam in Handen, sie war auch sehr befreundet mit einigen von den Architekten, um dieses Buch zu machen. Also, dieses Buch hier, sag ich mal, ist auch lustig, ne? $800 oder 500, das hängt vielleicht von dem Zustand des Buches ab, hatte ich nicht in meinen Schrank und habe ich heute Abend zum ersten Mal angefangen, gefasst. Ich habe dieses hier, das zurzeit 23 used für $7.18 zu bekommen ist. Ich habe damals noch $24.50 dafür bezahlt, seht ihr? Aber zum Glück, das konnte ich heute Abend überprüfen, sehen die doch ziemlich gleich aus. Nur die Originalversion ist viel scharfer und klarer als diese Reprint aus 1977. Da ist sie, mein Buch. Und weil es nur $7.77 ist, kann man auch gelbe Zettelchen und so in den letzten Wochen mehrmals in meine Tasche. Ist wieder ein bisschen älter geworden. Und was aber interessant ist an den zweiten, an die zweite Edition aus 1977, ist, dass die Esther McCoy eine neue Einführung noch dazu geschrieben hat. Und darin fängt sie eigentlich schon an zu sagen, ja, wenn ich zurückblicke, was hatten wir doch einen gigantischen Optimismus in diese Zeit. Es ist eigentlich ein bisschen rührend, um zurückzugucken auf diese Zeit. Mittlerweile stehen wir doch wieder ein bisschen anders gegenüber die Sachen. Sie sagt auch, with wary nostalgia, I recall that the Case Study House program began as a plan to protect modern architecture from the flourishing eclectics. With wary nostalgia. aber sie sagt auch, ja, eigentlich mittlerweile, 1977, sehen wir uns diese, was ist prototypisch und exemplarisch, auch schon wieder ein bisschen anders an. Damals war Sea Ranch von Charles Moore gerade, da habe ich noch ein Bild von später, gebaut worden, Ende 60er Jahre. Wir haben mehr Interesse in Kontext. Vielleicht ist unser Verhältnis zwischen was innen und außen ist bei Häusern auch wieder etwas, hat sich etwas geändert. Wie man eine Community, wie man eine Gesellschaft baut bei der Zusammenführung von Häusern. Okay, the second edition. Ich gehe jetzt etwas schneller. 20. Genau. Es wird noch viel schneller gehen. Ich glaube, meine Einführung ist das längste von das ganze Ding. Genau, wo sind wir? Sea Ranch, ich habe schon gerade schon davon gesprochen. Und hier sieht man auch, wie eigentlich Sea Ranch, eine Gruppe von Häusern in mehr so einem Vernacular-Style gebaut. Dort oben ist der Landschaftsarchitekt, ich muss sogar seinen Namen nochmal aufsuchen, weil ich weiß ihn nicht mehr auswendig. Denn ich habe immer nur Charles Moore beibehalten, aber mal sehen, ob ich seinen Namen noch finde. Werde ich später noch sagen. Aber der Landschaftsarchitekt hatte eigentlich ein Projekt gemacht, wo mehr so diese Verbindung zwischen Häuser und Landschaft und auch das, wie die Häuser zusammenkommen, im Vordergrund steht. Und das war etwas, was in diese heroische Zeit, also diese Architekten hier, diese Gruppe hier, sind so die Bilder von einigen, angefangen haben, weniger wichtig war. Die Case Study Houses standen meistens auf einer Betonplatte und auf ein Grundstück und dann daneben kam wieder der Nächste und der Nächste und der Nächste. Über den Zusammenhang zwischen Gebäuden über den Kontext würde weniger nachgedacht. Um es noch etwas komplizierter zu machen, habe ich heute auch Bilder genommen aus diesem Buch hier, das neuerdings erschien. Das ist eine Replika von Case Study Houses aus dieser Arts and Architects Zeitschrift bei Taschen. Und das wurde gemacht von Elizabeth Smith, die, ich glaube, um 1990 eine Ausstellung gemacht hat über den Case Study Houses.
Aber das war ein Buch, was ich einfach so hinlegen konnte und platt. Und es hatte farbige Bilder, also für heute Abend viel angenehmer, um anzugucken. Mein Buch, ich habe nicht so einen schönen Stempel, als Ungers hatte, was ich hier gesehen habe. Ich habe einfach mit der Hand beigeschrieben, dass ich das in L.A. 1993 gekauft habe. Und damals ich war 1990, hatte ich meine Graduation. Während ich angefangen habe zu arbeiten, unter anderem bei Meccano Architekten, hatte ich mit zwei Freunden, Jakob und Winnie, an einem Wettbewerb teilgenommen für Eurobahn, Bornholmer Straße. Und diesen Entwurf gemacht, hatte auch einen Preis gewonnen. Ich glaube, Kohlhoff war sogar in der Jury. Es war in Berlin, Bornholmer Straße. Hier sieht man die Brücke auch, ein Gelände neben der Bornholmer Straße. Und wir sagten, wir werden nicht einen Grundriss in dieses Gebäude machen, das sind Wohnungen. Wir werden unendlich viele Grundrisse und Prototypen in diesem. Die ideale Wohnung gibt es nicht. Das Haus ist voller Wohnungen. Man sieht dort zum Beispiel ein Kreuz, das ist eine Wohnung und so weiter und so weiter. Und das Ding war auch ein heraufgerichtetes Block und deshalb war es von Anfang an auch ohne Chance, überhaupt jemals in Berlin gebaut zu werden. Die ganze Gedanke war von Eurobahn, dass man das auch bauen würde, aber das war nie geschehen. Also ich war in L.A. und es war fast noch nicht passiert, weil um diese Zeit eigentlich wir auch einen Brief bekommen hatte von einem holländischen Public Broadcasting Company, VPRO, für eine Selektion, Auserwählung von Auswahl, danke, von deren Architekten für ein neues Gebäude. Und dann musste ich sagen, ja, und wir wurden tatsächlich auch ausgewählt, das ist auch eine lange Geschichte. Aber wir sagten damals zu den Kunden, das kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen, ja, wir haben den Wettbewerb gewonnen und dann haben wir auch ein Stipendium bekommen und jetzt gehen wir nach Amerika, und zwar zu West Coast. Und wir können nicht gleich mit eurer Aufgabe anfangen. Also das müsste dann um einen Monat verzögert werden, bevor wir mit dem Entwurf anfangen würden. Gut, also dieses Besuch und dieses Buch ist zutiefst verbunden auch mit dem Anfang unseres Büros, könnte man sagen. Aber ich glaube, es war auch gut, dass wir das erstmal gemacht haben. Und es war fast wie eine Italienienreise. Wir sind die ganze Zeit, also während unseres Studiums haben wir geschwärmt über die Häuser, wir haben uns die Grundrisse angezogen, wir haben versucht, die Details zu kopieren und zu plagieren. Und dann letztendlich hatten wir Geld 1993, um die Dinge mal richtig in Wirklichkeit anzusehen. Das wussten wir damals noch nicht, man konnte fast keine besuchen, weil die wurden noch, es waren einfach Wohnungen und man konnte nicht rein. Also die meisten habe ich so durch Gitter und Armed Response Signs in den Garten mich angeschaut. Aber diese Idee, der Katalog, der kam immer wieder zurück und diese Idealwohnung, auch in eine von den nächsten Projekten, den wir dann gemacht haben in Amsterdam. Die Gedanke, eine Ausstellung zu machen von Wohnungen, von Apartments in diesem Fall, und in diesem Fall bei uns sogar in einem Gebäude. Das war so waren wir eigentlich determiniert von dieser Entwicklung von Typologien und Typen. Zurück zum Case Study Houses. Am besten spricht man natürlich erstmal über das erste Haus. Was eigentlich faszinierend ist, es konnte zur Zeit nur 100 Quadratmeter sein, weil man einfach nicht mehr Material benutzen durfte in dieser Zeit. Und die Familie, von dem der Entwurf gemacht wurde, bei dieser Architekt Davidson, war eine theoretische Familie. Aber die Gedanke war, ein Zwei-Bedroom-Apartment zu machen für die neue Nachkriegsfamilie und wie gesagt, prototypisch zu sein, damit man das Ganze unendlich viel wiederholen konnte.
Das war auch eine Zeit, in der man kein Personal mehr hatte. Und wo die ganze Familie sehr dynamisch war, das Auto kam im Spiel, Bewegung und flexibel umgehen, ein gewisser Individualismus waren alle Teil dieser Architektur. Die Grundrisse waren ungeheuer und die Schnitte ungeheuer einfach. Hä? Das ist aus Holz und so non-bearing, auch sehr wichtig, non-bearing walls, so, das ist natürlich die Moderne. So diese Luftigkeit und Flexibilität sollte Teil sein der Architektur. Und hier sieht man einige Zeichnungen und auch Fotos. Letztendlich wurde das erste Haus nicht gemacht, wieder geändert und dann später doch noch gebaut. Also wenn man all diese, wie ich das jetzt gemacht habe, all diese Bücher, Zeitschriften, Veröffentlichungen miteinander vergleicht, dann ändern sich die Nummer auch. Ich glaube, in diesem Buch wurden die Nummer sogar weggelassen. Aber 1 ist dann 11 und ist eigentlich auch nicht so wichtig. Aber was interessant zu sehen ist, ist natürlich diese Grundrisse von dieses erste Haus. Hè. Man sieht ein Auto in einem Carport, eine offene Küche, das war auch ganz modern. Die Schlafzimmer von Kindern und Eltern geschieden, jeder ein eigenes Badezimmer. Und irgendwie günstige Kombinationen von Funktionen. Beim Eingang kann man auch dieses Badezimmer von den Eltern benutzen für Gäste, um mal die Hände zu waschen. Und eine sehr eine geschlossene Haltung zur Straße und eine offene zum Garten. Und dazwischen, die Türen werden nicht gezeichnet, alles fließt übereinander. Die Trennungen sind eigentlich Möbel, mehr also als Objekte, die in diesem pavillonartigen Haus stehen. Und eigentlich entsteht hier also ein Prototyp für ein moderne Wohnen, die wir bis heute noch erkennen. Und wer neuerdings in Amerika war, kann sich vielleicht wart ihr auch in Gegenden, wo man diese Häuser sieht. Nicht? Vorne stehen nur die Wagen, mittlerweile sind es öfters 3. Das ist geschlossen, nach hinten öffnet sich das Haus. Und das ist auch eigentlich sehr, sehr klar von diesem ganzen Case Study House Programm, wie auch die gebaute Wohnungen sehr schnell so. Und diese Wohnung ist dann letztendlich in diesen Form gebaut worden. Das war so dieses gesponserte Haus. Ich finde es noch immer eine sehr spannende Gedanke, dass eigentlich diese Zeitschrift diese Verantwortung übernimmt, um dieses Modellhaus zu bauen. Und dann ist es fertig und dann ziehen 55.000 Leute durch dieses Haus, weil es ist ein Ausstellungshaus am Anfang und dann wird es weiter benutzt und verkauft. Bis heute eine sehr interessante Gedanke, denke ich, um so zu bauen. Nicht genug Zeit, um das alles zu zeigen, glaube ich. Jetzt wird es wirklich... ich gehe einfach durch jetzt ein paar von diesen Häusern schnell... ein nicht gebautes mit Öffnung in der Mitte könnte ein Haus von Lacaton Vassal sein heutzutage, würde ich fast sagen, mit diesem Zwischenraum als Raum in dem Haus. Nicht gebaute Häuser mit Grundrisse unten links um ein Patio herum, rechts ein neutrales Haus mit diesem kreuzförmigen Grundriss. Also wirklich, dieses Buch ist ein Schatz an... eine Fundgrube für typologische Ideen von Grundrissen und Häusern. Und auch die Übergänge oder Nicht-Übergänge zwischen innen und draußen und dieses lockere Umgehen mit Umgebung bis zu heute eine Inspiration. Zum Beispiel für dieses Haus, das wir in Stuttgart gebaut haben, das Haus am Hang. Erinnerte mich auch sehr an diese einfache Aufgabe, wo ein Ehepaar, ihr Vater war ein retired contractor, wie sagt man das auf Deutsch, ein Bauunternehmer, der in Rente war und wollten eigentlich zum Teil das Haus selbst bauen, wollten von uns einen Entwurf, dass sie selber einfach bauen konnten. In eine traditionelle Umgebung, das sieht man hier eigentlich, sollte eigentlich wie hier auch Satteldach haben, aber man sieht hier
gebaut, wie wir das gelöst haben. Also ein großes Haus, aber weil es am Hang stand, konnten wir dieses ganze Thema Satteldach, was die Designer, die in diesem Haus leben, auch nicht wollten, vermeiden. Und hier eher überschnitt entworfen dieses Haus und werde es nicht weiter erklären. Wir haben es also letztendlich selbst auch gebaut. Hier sieht man 100% Inspiration, Case Study Houses, würde ich sagen auch. Es ist ein Haus, was sich eigentlich ein bisschen entzieht an diesen Kontext, aber trotzdem durch den Hang dann wieder extrem verortet wird auch. Und auch diese Öffnungen, in unserem Fall diagonal gezeigt. Und natürlich auch immer wichtig, wie wird es dann letztendlich genutzt. Also auch die Familie als Basis für den Entwurf. Einer von den zwei meist bekannten Case Study Houses ist das Eames House. Einer der Architekten, der in der ersten Reihe eingeladen wurde. Eigentlich sollte ich sagen Eames und Saarinen, aber Eames, der Industrial Designer ist und war, Möbelentwürfe gemacht hat zum Beispiel, der zuerst dieses Haus oben, ich glaube, das ist ein Bild, ich bin nicht ganz sicher, der Entwurf dafür gemacht hat. Und dann vor Ort kommt das Stahl und die Materialien, die Baumaterialien kommen vor Ort, erzählt der Esther McCoy, Und dann sagt er, nee, das ist nicht groß genug. Ist irgendwie, nee. Ich mache einen ganz neuen Entwurf mit denselben Materialien, die ich schon habe, dieses Stahl, und baue das dann um in ein Haus mit Studio. Das Foto ist unten. Zwei Teile, ein Haus und ein Studio, zusammen ein Teil, ein Duo. Und ich muss weitermachen, verstehen. Ein Riegel. Ah, okay. Ich dachte, es ist ein Sign. Continue. Ein Riegel gemacht. Und der war eigentlich auch einer der ersten von diesen Case Study Houses, der nicht so einen traditionellen Familiengrundriss gemacht hat, aber einfach da zusammen mit seinem Ray macht diese doppelt hohe Deckenhöhen. Zeigt sehr klar diese prototypische, die Gedanke von den Architekten war damals, wir benutzen industriell Fertigteilen im Standardmaßen und dann folgt den Rest von selbst. Dann werden alle das kopieren und das ist, wie wir bauen werden in der Zukunft. Das Haus wird eigentlich zum Produkt. Grundriss, hier sieht man auch, wie dieser Riegel aus diesen zwei Teilen besteht. Und wie leicht auch diese Details sind, die für diese Häuser benutzt wurden. Das ist natürlich der Vorteil, dass es in Kalifornien stattgefunden hat. Ja, genau. Wir haben gerade noch über Wasser und Dächer gesprochen. Und das ist natürlich überhaupt heutzutage ein Problem, dass man diese Stahl nicht mehr so verwenden kann. Man muss das mit Feuerproof Farbe überlagen und meistens muss man das einbauen auch. Ein Entwurf von uns für auch zwei Teile, auch Arbeiten und Wohnungen in München. Auch in einer Gegend, wo sagen wir mal, Konflikte mit den Nachbarn entstehen konnten. Und dieses Haus, was aber viermal größer ist als dieses Eames-Haus, wird unterirdisch verbunden mit einem Swimmingpool. hat auch diesen Case-Study-Eingang. Aber in unseren Grundrissen haben wir jede Funktion ein Haus, ein Barcode-Haus heißt es bei uns, gegeben. Aber es hat auch diese, es sind zu viel eklektische Benutzung von Materialien. Es geht eigentlich um die unterschiedlichen Identitäten von all diesen Regeln zusammengefügt. Aber soll auch dieses sort of Gefühl of randomness haben, was das Eames-Haus hat. Es ist das Arbeitszimmer, dann die Verbindung zwischen beiden Glieder. Und dann sieht man das auch noch. Und ich. Das ist diese Zahl, wo das nicht so schlimm ist, dass es 165 Bilder sind. Ich kann nicht jedes Haus erklären. Das war das Haus für den Verlager selbst. Finde ich auch noch spannend, um kurz zu zeigen, weil es eigentlich auch ein anderes Haus ist. Der Intensa, ich weiß nicht, ob er eine Frau hatte, aber jedenfalls zur Zeit
dass dieses Haus gebaut wurde, wurde er so populär, so ein Mittelpunkt für alle, die nach Kalifornien gekommen sind. Er kennt sich dort aus, er kennt all die coolen Architekten, war Mittelpunkt von vielen Kreisen und hatte ein Haus für sich entwerfen lassen durch Saarinen, der Sohn, und Eames zusammen, neben dem Eames-Haus. Das ist eigentlich sehr schön, hier zeige ich auch ein paar Bilder, diese Grundrisse hat von unterschiedlichen Intimitäten. Also er hat so eine Sitzecke, dann kann er das erweitern, wenn er mehr Gäste hat, und bis zu einer großen Party. Und das Haus ist eigentlich ganz dafür entworfen, dass es so ausdehnen kann, seine Gesellschaften kleiner und größer werden kann. Und im Vergleich mal ein Haus, das wir für ein paar Jahre entworfen haben, für auch eine Familie, die viel an zu Hause Besuch hat und entertaint mit, ja genau, viel größer, aber mit so private Teile und offene Teile im Heinehaus. Neutra, der interessanterweise eigentlich ein etwas mehr jetzt schon traditionell aussehendes Haus gemacht hat, mit Stein, Holz und Putz. Aber für alle klar, diese Dächer, diese großen Glasflächen, nicht tragende Wände, das kommt immer wieder zurück. Aber es ist in dieser Detaillierung von diesen Häusern, dass die Unterschiede entstehen. Das ist auch so spannend zu sehen. Das sind so einfache Entwürfe, einfache Programme, die größten Unterschiede sichtbar sind. Wie wichtig es ist, wie man umgeht mit dieser Konstruktion und die Finishing von allen Sachen. Zum Beispiel der Craig Elwood, der alle Materialien nebeneinander betont. Also Anfang der 50er Jahre übernimmt Stahl. Elwood benutzt sogar Stahl, das ehemalige für Eisenbahngleisen genutzt werden sollte. Aber die Eisenbahnen hörten auf, jeder wollte Auto fahren. Und bei ihm sieht er, dass er das sehr betont. All diese Produkte, die er benutzt, all diese Elemente werden unabhängig voneinander betont. Es fängt sogar ein bisschen auszusehen wie ein Bürohaus, komischerweise, wenn man das so mit diesen Produkten und diese Frames sieht. Also zum Ausdruck, für die einen war das ultimative Ausdrücken von diesen neuen Bauweisen wichtig, für andere wie Pierre König eher ein sich verhalten zu Tragwerk, zu immer weitere Überkragungen machen, immer minimalistischer. Der König wollte Holz überhaupt nicht benutzen. Und das bekannteste Haus ist dieses Stahlhaus auch, was ein ikonisches Bild geliefert hat. Und man sieht eigentlich auch langsam an, diese Häuser immer luxuriöser werden, obwohl dieses noch ein ziemlich kleines ist. Und ein anderes Lebensgefühl als diese einfache Nachkriegsfamilie vermitteln. Viele Details noch zu erzählen. Also dieses Buch lässt sich noch im Internet kaufen für $7. Ich rate es euch. Auch nochmal ein eigenes Haus, weil immer wieder faszinierend ist für mich diese Kontraste. Hä? Man denkt an pavillonartige Häuser, aber immer dieses Vorne und Hinten, dieses Innen und Außen. Von wem das, ist das? Das ist wieder von uns, dieses Haus. Wie heißt das? Ah, das ist von Pierre König. Das ist neben Eames und Saarinen ist das der bekannte Case Study House Architekt. Und man sieht eigentlich in Amerika dann auch, wie groß der Einfluss von diesen Architekten doch ist. Am Ende gehen 500.000 Leute durch diese Häuser durch und schauen sich das an und wird es auch trotzdem als Basis, als großer Einfluss für Architektur benutzt. Neuerdings bauen wir jetzt dieses Haus für Freunde. Ein sehr schmales Grundstück. Man sieht neben den Katalogwohnung. Also dieses Thema ist immer und überall in Holland. Das sind Häuser, die sind als Kataloge von ohne Architekten werden diese Häuser gebaut. Wir haben eine Architektur gemacht, werden noch einen Baum hier pflanzen. Und dieses Haus versucht eigentlich, sich aus dieser Umgebung ein wenig abzuschließen und trotzdem noch dieses ganz Offene auch zu machen und dann einfach die eigene Umgebung zu realisieren.
Und dieses Motiv von dem Baum durch den Haus, das sehen wir natürlich auch sehr oft zurück, auch heutzutage noch. Man sieht hier auch langsam an, die Zeiten sich wieder ändern. Wir kommen dann in den Richtung 60er Jahren. Man sieht irgendwie diese fast Ranch-House-artige Architektur. Man sieht dieses Holz, diese andere Verhältnisse. König entdeckte auch, die Eigenschaften von Stahl wurden immer besser und die Performance wurde auch immer größer. Und ja, wir sind eigentlich jetzt in den Zeiten, wo doch wieder dieses jeder sein eigenes Haus wichtig wird. In Holland Prototypen, zum Beispiel in Amsterdam, wo wir sogar jetzt Städtebau machen, worin jeder sein eigenes Haus bauen kann, mit Architektur in diesem Fall, wo wir dieses halbe Haus gemacht haben und dieses andere Haus. Das ist vielleicht auch eine der letzten Bilder, die ich zeigen sollte. Diese beiden Häuser wurden auch ausgestellt in eine Ausstellung, The Unprivate House in New York, 1999. Wo eigentlich Terence Riley in der MoMA zeigt, wie auch dann in den 90er Jahren eigentlich die Architektur wieder auf den Modernen sich zurückgreift und wie viele Häuser dann entworfen sind, die ganz offen sind. Deshalb auch dieses Motiv, the unprivate house, dieses Verhältnis zwischen privat und öffentlich, also diese Gegenstellung, die noch in den Case Study Houses war, ist in diesen Entwürfen eigentlich, öffnen die sich rund drumherum, für die Holländer selbstverständlich, und ein Motiv. Stadtplanung machen wir, ich werde das einfach, dauert zu lange, um das alles zu erklären. Stadtplanung aber, eben in denen jeder seine eigenen Idealhäuser bauen kann. Das ist, wo wir mittlerweile sind. Nicht mehr, wir leisten das ideal typische Beispiel und dann wird jeder uns folgen als Architekten und verstehen, wie gute Häuser aussehen sollen. Jetzt ist eher, lasse 1000 Blumen blühen. Obwohl auch dieses Urentwurf für ein Haus auch noch nicht ganz so schnell zurückkommt. Zum Beispiel bei diesem Dachaufbau, wo wir auch das ungarische Problem von, was, wenn man den Dach und Wände identisch macht, benutzt. Aber auch dieses Urgefühl von dem Haus mit dem Satteldach. Letzte Projekt. Okay? Letzte Projekt. Was ich auch zeigen möchte. Also ich finde noch immer sehr interessant, dass es so ein Projekt wie The Case Study Houses geben könnte. Wir wissen, dass es noch immer und sicher mit Häusern ein schwieriges Verhältnis gibt zwischen was die Leute gerne mögen, was die Architekten gerne mögen, was wir finden, dass die Leute gerne mögen machen sollten. Es gab einen sehr extremen Fall in England, wo der Prince of Wales sagte, sehr traditionsreiche Häuser, das sind die besten Häuser für die Leute und neue Architektur, davon wird man, ich weiß nicht, wie ihr das genau gesagt habt, aber ich bin fast krank und das ist wirklich nicht, darin kann man überhaupt nicht leben. Und Alain de Botton und einige Freunde hat das aufgenommen und statt wie John Entenza diese Modellhäuser zu bauen, hat er eine andere Sache gemacht. Er hat einfach eine Webseite gestartet für Urlaubshäuser und Aufträge gegeben an unterschiedliche moderne Architekten und ihnen gefragt, bau mir ein Haus und wir werden das Haus vermieten als Urlaubshaus und die Leute können dann versuchen, in diesem Haus einen Urlaub zu verbringen und verstehen dann, wie schön es ist und interessant, um in ein modernes Haus zu leben. Ist vielleicht auch schön, wenn ich ihm noch mal kurz sage hier. We started the organization from a desire to shift perception of modern architecture. We wanted to allow people to experience what it is like to live, eat and sleep
in a space designed by an outstanding architectural practice. While there are examples of great modern buildings in Britain, they tend to be in places that one passes through, airports, museums, offices. And the few modern houses that exist are almost all in private hands and cannot be visited. Also, diese neue Ambassadors of Contemporary Architecture, dafür haben wir auch ein Haus gebaut, in dem man schlafen kann, das man sich mieten kann in Suffolk. Basiert, sagen wir mal, auf den Original Barn, aber nicht wie in Sea Ranch dann auch mit Holz verkleidet oder mit Stein, aber Metall und diese Barn auch noch über die Grenze geschoben, als moderne Architekten ein bisschen den Schwerkraft, wie heißt das, Schwerkraft, der Schwerkraft zu entrennen. Deutsch, wir haben einen Kurs Deutsch unterrichtet, auch Deutschsprache. Das sind die schwierigsten Sachen. Auch aus Stahl zum Teil gebaut, aber wir mussten das verkleiden. Mit Innenraumgestaltung von innen, von Architekten, Designer, Macking and Bay gemacht. Aber auch wie in den Case Study Houses in vielen Fällen auch ein Zusammenfallen von Möbel und Architektur. Ja, man kann dort unten sehen, es bewegt auch ein wenig, wenn man drin ist. Da sitzen ja die Kinder. Es ist wirklich eine spannende Erfahrung, die moderne Architektur. Mit Möbel, auch hier wieder speziell entworfen. Das ist übrigens in all diesen Häusern den Fall. Und da taucht ein bisschen Eames auf, auch in diese Wohnung. Und Living Architecture heißt es. Und ich glaube, dass wir damit wollte ich eigentlich auch den Kreis wieder machen. Und auch diejenigen danken eigentlich, die noch immer den Mut haben, um mit modernen Architekturhäusern zu bauen. Die Kreise noch nicht ganz voll, entschuldige. Weil wir sind natürlich auch wieder bei dieser Diskussion über Kleinwohnen und affordable, bezahlbar wohnen. In Amerika mit diesen Mikro-Apartments, auch mit Experimenten wie Tiny Houses zum Beispiel. Und eigentlich fühlt es auch wieder ein bisschen, als ob wir wieder an diesen Punkt angelangt sind. Also ist es möglich, bezahlbare, schöne, kleine Wohnungen zu bauen für jeder Mann? Und damit möchte ich wirklich jetzt abschließen. Danke. Jetzt kommt der große Auftritt. Ja, meins. Ja, guten Abend. Von lauter gebauten Häusern zu einem Architekten, der gar nicht gebaut hat oder einen Bau maximal verwirklichen durfte. Ja, mir fällt es ein bisschen schwer als Überleitung. Ich habe den Piranesi nicht zu Hause, kann ich schon mal mit anfangen. Das Ganze hat aber mit dem, was netterweise da über mich ausgestreut wurde in der Einleitung, mit meinen Italienaufenthalten, mit meiner Vita zu tun, dass ich mich mit Klassizismus in der Skulptur beschäftigt habe und irgendwann an dem Hauptort für meinen Bildhauer Antonio Canova in Bassano de Grappa in der Stadtbibliothek saß, was einer der skurrilsten Orte der Welt ist, weil man dort gleichzeitig Briefe Canovas von späten 18. Jahrhundert lesen kann und nebenan jemand mit dem Spiegel sitzt und seinen Kaffee trinkt. Und das habe ich dann unter anderem mal ausgenutzt, einerseits erstmal den Tischbein, der mich sehr interessierte, mit seinen Illustrationen zu der Zeit Vasen, Werke, Entdeckung früher griechischer Malerei im 18. Jahrhundert, mir das anzuschauen. Und dann stellte ich fest, ach, die Bibliothek, die hat ja auch den Piranesi. Und Piranesi-Bücher, Sie sehen das hier, das ist ein Faszinosum für Kunsthistoriker, so etwas mal im Original zu sehen. Und das war meine erste Chance,
das Ungers Haus und die Bibliothek haben mir meine zweite Chance geboten. Und ich möchte heute so ein bisschen nochmal über dieses Erleben auch von 18. Jahrhundert, von der Entdeckung der Antike, aber auch über Bücher reden, weil auch das ist ein Teil meiner Biografie. Mein Vater ist Bibliothekar und darum haben Bücher bei mir immer eine Rolle gespielt, aber vor allem illustrierte Bücher haben mich früh fasziniert. Und ja, auch da kann man, glaube ich, sagen, ist Piranesi die Krönung des Ganzen, was man an illustrierten Büchern finden kann. Unser Architekt, der eben, wie bereits angedeutet, ein nur entwerfender Architekt war, hier im Bild von Felice Polanzani, das Frontispiz zu dem ersten Band der Antiquita Romane, ursprünglich dort eingebunden, ein Porträt von 1749, das den Architekten in einer Apotheose zeigt. Der Architekt als großer Künstler, eben entgegen dieser tristen Realität, dass er zwar als Architekt ausgebildet war und sich auch immer auf sämtlichen Stichen als Architekt bezeichnet, aber eigentlich nie dazu aufgefordert wurde, einen Bau zu realisieren. Zeigt also den Architekten als großen Künstler, als Entwerfenden, als Genie in den Wolken, hier in dieser Nacktheroisierung ganz all'antica. Das Werk allerdings, und ich denke, das haben die meisten, als sie den Namen Piranesi gelesen haben in der Einladung, das eigentlich am meisten Piranesi als Entwerfenden, als kreativen Architekten zeigt, ist natürlich das Werk der Carceri, von dem ich hier die beiden Frontispizien zeige. Einmal die Ausgabe 1749-50 circa und dann gesichert 1761 die zweite Auflage. Jeweils die Frontispizien, die sehr viel eben auch über sein Selbstverständnis verraten. Denn bei der ersten Auflage schreibt er Invenzioni Capricciose, ist das abgekürzt, Invenzioni Capricciose, die Carceri, und beim zweiten Mal Carceri di Invenzione. Was heißt das? Warum geht es Piranesi mit diesen Carceri? Darüber sind ja ganze Bücherregale ausgeschüttet worden, das zu erklären. Es gibt sehr viele literarische Ansätze ja auch zu diesen Gefängnissen. Aber was er hier erstmal schon mit dem Frontispiz eigentlich vorstellt, ist die Vorstellung, Wir haben das deutsche Wort ja auch kapriziös, das trifft es nicht ganz, aber eben etwas, das rein aus der Vorstellung entspringt und dabei einen kreativen Zusammenhang schafft. Das steckt vielleicht in diesen ersten Wortballungen, Invenzioni, Capricciose, di Carceri, mit denen er das betitelt. Und das deutet an eigentlich, worum es geht, weniger das, was jetzt so à la Edgar Allan Poe darüber gedacht worden ist, dass es hier um düstere Fantasien, um von Piranesi in Fieberschüben ausgedachte Mordfantasien von seinen Feinden und den Leuten, die ihn daran hinderten, zu bauen vielleicht ging, sondern dass Raumfantasien, Räume, wenn man weiterschaut, Räume, die eigentlich keinen Anfang und kein Ende haben, die aber ganz deutlich hier der früheste, noch vor den Carceri entstandene Stich aus der Prima Parte, die Architetture, stammt von 1743. Räume, die aus der Theaterarchitektur kommend, wo er das mal wahrgenommen hatte, dieses Thema Karzer, dieses Thema Gefängnis, Räume, in denen Menschen gefangen gehalten werden, das aufgreift, aber das zu einer neuen Monumentalität steigert. Eine Monumentalität, in der es eigentlich um eine Radikalisierung von Architektur geht. Es geht nicht mehr darum, jetzt die Architektur einer bestimmten Zeit, auf die wir gleich dann zu sprechen kommen, die Antike, die zu rekonstruieren, die zu zeigen, die vorzuführen, sondern Räume zu entwerfen. Und dabei eben das, was eigentlich sonst sublimiert, könnte man vielleicht freudianisch sagen, bei ihm vorlag, eben das in Bildern zu bauen. Also eine zutiefst bildhafte Architektur, die Piranesi hier in diesen Carceri-Werken geschaffen hat und die auch als Voraussetzung das dann prägt,
was man in den Antiquita Romane wiederfindet, was vielfach eben gar nicht der Realität, was er vorgefunden hat, entspricht, sondern Erfindungen auch darstellt. Dieses Erfundene der Architektur, das zeigt sich vielleicht nie irgendwo so deutlich wie an diesem Stich hier des gotischen Bogens. Ich muss Ihnen mal am Bild erklären, dazu mal aufstehen. Gezeigt ist eben eine gewaltige Hallenarchitektur mit Wänden, die eben in dieser Zweipunktperspektive, die Piranesi immer wieder verwendet, in zwei Richtungen fluchtet. Und bei diesen Wänden, die sich in diese Richtung fluchtend in die Tiefe erstrecken, fügt er, wie es scheint, zwischen diese beiden Raumschichten, diese und die hintere Wand, fügt er noch eine Treppe, die das Ganze hier erschließt. Also auf den ersten Blick eine ganz rational aufgebaute Architektur, die, so könnte man auch sagen, paradigmatisch, typologisch einen Raum entwirft. Das funktioniert, soweit man unten schaut, aber soweit man oben hin blickt zu dem themagebenden gotischen Bogen, dann sieht man, dass dieser Bogen eigentlich diese Wand und die vorgeschaltete hintere Wand miteinander verbindet. Also wie in einer Escher-Architektur einen irrealen Raum, Raumbezug dort herstellt. Und man erkennt, das Ganze ist eine Fiktion, eine Raumfiktion, etwas, was er sozusagen hier ausprobiert in diesen Kerkerarchitekturen, was aber genauso auch in diesen ganz offenbar auch rational aufgebauten Aufnahmen von antiken Bauwerken dann eine Rolle spielen wird. Welchen Stellenwert haben die Antiquita Romane, wo alle eigentlich immer bei Piranesi an die Carceri denken? Ich zeige Ihnen hier seinen Verkaufsplan von 1761, denn Piranesi war auch eine Firma Piranesi und ja, eine Firma, die sehr berühmt wurde schnell. Und auf diesem Verkaufsplan können Sie sehr schön erkennen, was eigentlich zentral war, nämlich ganz oben die Antiquita Romane. Und dann kommen hier irgendwo ganz weit rechts die Carceri d'Invenzione, so als kleines Schildchen, das kriegt man auch noch mit dann als Dreingabe. Und dann ganz wichtig die Vedute di Roma. Und dieses Spannungsfeld ist das eigentlich, innerhalb dessen sich diese antiken Publikationen bewegt, dass Piranesi nämlich eben nicht nur das als Hauptwerk, was ihn auch berühmt machte, publizierte, sondern dass es bereits davor und dann begleitend die Vedute di Roma als Einzelblätter gab, also diese gigantischen Bände, die immens teuer auch damals waren, für nur wenige erschwinglich, ergänzt wurden um Einzelblätter, die man sich als Grand Tourist, also als Reisender auf der Kavalierstour in Rom, wie man das im 18. Jahrhundert machte, bis zu Goethe und darüber hinaus, die man sich als Einzelblätter mitnehmen konnte und die schlichtweg das Bild von Rom, was einen in Rom erwartete als Ziel, das prägte, sodass die Leute teilweise ganz enttäuscht waren, als sie dann in Rom ankamen und das nicht wie bei Piranesi aussah. Das kurz vorweggeschickt, also er plant das, es läuft lange Jahre vorab schon, dass er Ausgrabungen macht, dass er Dinge vermisst an antiken Bauwerken. Er heiratet dann und mit der Mitgift macht er nichts Besseres, als das zu investieren in diese vier Bände. Das ist also Piranesis Mitgift an uns, die aber auch nicht gereicht hätte, diese immens teuren Druckertafeln zu finanzieren. Er sucht sich also modern gesprochen einen Sponsor, den er in Lord Charlemont, Jacob Caulfield, findet und dem er ganz klassisch hier das Frontispiz im ersten Blatt widmet mit einer fantastischen, rühmenden Inschrift. Also dieser junge irische Adlige ist der Einzige, der noch in der Lage ist, die antiken Überbleibsel zu retten und ihm Piranesi unter die Arme gegriffen hat und dafür ewigen Ruhm und Dank ihm gebührt. Soweit, so gut. Hier sehen wir den Guten im Bild von Anton Raphael Mengs, in den gleichen Jahren entstanden als Student, wie er hier ganz allegorisch die Architektur weist ihm eine Büste Palladios und er studiert gleichzeitig die Werke Vitruvs, also
ist eigentlich mehr Architekt als alle anderen in der Zeit, obwohl er kaum eine Zeile mal geschrieben oder gezeichnet hat. Also dieser englische Adlige verspricht, das Werk zu finanzieren, geht dann nach Irland zurück. Tja, und dann passiert, wie es immer passiert, er verliert das Interesse und Piranesi bekommt kein Geld. Er sitzt also auf dem Trockenen und lässt genau 40 Exemplare mit dieser Widmung noch drucken und radiert dann ganz klassisch den Namen auf den weiteren Frontispizien aus. Also wie der Römer das auch gemacht hätte, eine klassische Damnatio Memoriae, den gab es dann quasi nicht mehr, sondern das Ganze wird dem öffentlichen Wohl gewidmet. Und sein Sohn Francesco Piranesi publiziert eine zweite Ausgabe 1784. Die zeigt dann hier diese Widmung an Francesco Piranesis Gönner Gustav III. Von Schweden. Nun, was erwartete den Zeitgenossen, wenn er nach Rom kam? Eigentlich, wie ich es gerade andeutete, war Rom ein Kuhdorf. Ein Kuhdorf, wie es auch dieser Stich aus den Vedute di Roma anspricht, Veduta di Campo Vaccino. Eine Ansicht der Kuhweide. Das Forum Romanum zu dem Zeitpunkt so weit überwuchert, überwachsen, dass dort die Kühe geweidet wurden. Rom hatte 30.000 Einwohner, davon 25.000 Touristen. Also eigentlich ein Ort, der überhaupt keine Größe mehr besaß, den Piranesi aber versuchte wieder auferstehen zu lassen in der einstmaligen Größe. In dem Veduti di Roma eben keine Rekonstruktion, sondern eine steigernde, die Magnificenza, die Großartigkeit und Weitläufigkeit des Ortes betonende Aufnahme mit den zeitgenössischen An- und Überbauten, aber gleichzeitig nicht nur die Antike, die hier wiedergegeben wird, sondern auch die zeitgenössische Architektur, die neuesten und bedeutendsten Bauten, wie hier die Fassade von San Giovanni Laterano von Alessandro Galilei, die 32 bis 36 hier gerade geschaffen worden war, entstanden war, eines der frühesten Zeugnisse klassizistischer Architektur, also eines deutlichen Impulses wieder an antike oder auch an palladianische Prinzipien anzuknüpfen. Alles das findet sich in dem Vedute und kontrastierend dazu eben das Werk, das jetzt uns vor allem interessieren wird, die Antiquità Romane, die versuchen nun das Bild der antiken Stadt wieder zu gewinnen. Runde. Bereits hier bei dieser Übersichtskarte, die er dem Ganzen voranstellt, zeigt sich, dass Piranesi das Ganze in einer sehr systematischen Absicht macht. Also es im Gegensatz, muss man fast sagen, zu anderen archäologischen Publikationen davor, ihm wirklich darum geht, eine genaue Aufnahme zu machen und er ganz neue Strategien dazu entwickelt, wie man derartige Bücher gliedern kann, wie man auch das, was er präsentieren will, anschaulich macht. Das ist das eigentlich Bedeutendste an Piranesi, die neue Anschaulichkeit seiner archäologischen Funde und Ergebnisse. Und dazu, das sieht erstmal sehr schlicht aus, dazu bringt er den zeitgenössisch neuesten Romplan von Nolli, den bringt er in die Form zurück sozusagen, wie die Stadt in der Antike ausgesehen hat. Und zwar aus lauter Fragmenten. Fragmenten, die er hier auf vier weiteren Doppelseiten wie in einem Setzkasten präsentiert. Fragmente, Marmorstücke, die seit der Renaissance in Rom gefunden worden waren und die jetzt im Kapitol aufbewahrt gezeigt wurden und aus denen heraus er in diesem Plan die Form der antiken Stadt rekonstruiert. Ein Mammutprojekt, was bei Piranesi schon wirklich sehr gute Resultate zur Folge hatte, das heute noch weitergeführt wird an der Stanford University, finden Sie digital im Netz. Da wird das dann so präsentiert. Das sind 1186 Teilchen, die jetzt versucht werden, im Computer zusammenzupuzzeln und dadurch diesen severischen Marmorplan, wie er heißt, die Forma Orbis Romae,
die zusammenzusetzen und zu rekonstruieren, wie die Stadt am Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christus ausgesehen hat. Von Zeitgenossen sozusagen erstellter Plan, der genaueste Auskunft darüber gibt, wie man sich das vorzustellen hat. Piranesis Interesse aber geht eigentlich noch weiter. Weiter also jetzt als diese Fundierung durch die Antike selbst, sondern immer wieder findet man in diesem ersten Band Wasserleitungen, Aquädukte, Stadtmauern, durch die Aquädukte geführt werden. Ganz skurril, man denkt eigentlich, warum zeigt er uns nicht die tollen Monumente der Stadt? Die sind dann irgendwie so mal hier und da verstreut, aber man findet immer wieder Wasserleitungen. Warum das? Ganz einfache Erklärung, das Ganze kommt am Ende wieder in so einer Synopse, in einer Gesamtansicht von Rom, hier auf dieser Doppelseite mit Paperweight oben so illusionistisch draufgestellt, zusammen. Er ist ganz schwer daran interessiert an Wasserleitungen, weil er darüber Architektur gelernt hat. Er hat Architektur bei seinem Onkel in Venedig gelernt, nicht studiert, sondern eben erstmal kennengelernt. Und dieser Onkel war bei dem Wasseramt von Venedig und darum hatte er diese Prägung, dass er sich für Wasserleitungen und überhaupt wie eine Stadt mit Wasser versorgt werden kann, interessierte. Und das rekonstruiert er in dieser Synopse aus den 8 großen Wasserleitungen, die von jenseits Rom kamen, wie eine derartig gewaltige Millionenstadt der Antike mit Wasser überhaupt versorgt werden konnte. Also schon da zeigt sich, das ist nicht nur ein Blick auf die Schönheit antiker Architektur gerichtet, wie bei Winkelmann und Co., sondern es geht ganz stark eben auch um eine funktionalistische Sicht der Antike und der antiken Architektur. Kurzer Sprung, nochmal aber zurück eben zu der Frage, eben wie stellt er diese Antike im Bild dar? Er kommt dann doch noch auf die wesentlichen Monumente zurück, wie hier das Pantheon, das er in einer Reihe von Aufnahmen dann präsentiert. Und in dieser ersten Aufnahme, die im Original, ich klappe es jetzt nicht auf, wirklich nur so ein kleines Fältchen darstellt, wird eigentlich sofort deutlich, dass es eigentlich nicht eine Frage der Größe des Stiches ist, die sich über diese 4 Bände immer weiter über die Seiten erstrecken, immer größeren Raum einnehmen, immer monumentaler werden, bis sie zu Ausklapptafeln werden, die den Band sprengen. Ich zeige Ihnen das noch am Ende. Sondern dass Piranesi eigentlich hier erstmal anfängt mit dem größten Maßstab, den er im kleinen Maßstab steigern kann, zu spielen. Dass er hier in den Antiquita, in der oberen Ansicht des Pantheon, durch diese Schrägstellung und dadurch, dass er das Gebäude oben anschneidet, damit suggeriert, dass es gar nicht in das Bild hineinpasst, eine letztlich größere Monumentalität als in dem Vedute di Roma unten die Ansicht erzeugt und damit eben deutlich macht, was man mit bildhafter Wiedergabe erzielen kann. Noch ingeniöser, noch schlauer ist das, was er dann mit der Vorhalle macht, die, wenn sie in Rom waren, auch eben sehr unterschiedlich wirken kann in ihrer Monumentalität. Schon in den Vedute di Roma nimmt er die vordere Arkade raus, sozusagen virtuell schneidet die weg, sodass wir auf der Ecke sozusagen dieser Vorhalle stehen und in die Vorhalle reinblicken. Schon gleich erkannt, dass die Dunkelheit und diese Verschattung dieser Vorhalle gegenüber dem Stadtumraum eigentlich dazu führt, dass man sie als gewaltig wahrnimmt. Und dieses Prinzip, jetzt läuft es umgekehrt, dieses Prinzip steigert er in dem Vedute di Roma dadurch, dass er sozusagen uns in die Vorhalle hineinstellt und die vordere Säule einfach kappt. Also auch da eine ganz radikale Manipulation von Bild und dem, was Bilder zeigen. Wo man eigentlich denkt, dieses Bild gibt möglichst authentisch das wieder, was man vor Ort findet, ist das Ganze eine deutliche Manipulation, die ihm dazu dient, wie auch die weiteren Ansichten des Innenraums, diese Gebäude als übermenschlich, als gewaltig zu charakterisieren.
hier ähnlich kleinen Format, gerade mal 15 cm breit, diese Innenansicht, die aus einer ganz eigentümlichen Perspektive gewählt ist, nämlich nicht sozusagen vom Haupteingang aus, wie man heute eigentlich das Pantheon betrachtet, sondern aus einer Nische, wie die dort drüben, die gegenüberliegende Nische. Er stellt sich ganz weit sozusagen an die Rückwand der Nische und gibt aus dieser Nische, aus dem Gegenlicht der Nische heraus, dieses gewaltige Interieur des Pantheons wieder, in dem regelrecht die Menschenfiguren zu Ameisen werden, und steigert das dann in dem Vedute di Roma noch weiter, in dem sozusagen diese Nische jetzt völlig in den Schatten gerückt wird und wir den Größenmaßstab, den wir da einnehmen, hier durch so eine wie zufällig an die Wände gelehnte Leiter vermittelt bekommen. Also alles Strategien, diese Räume erfahrbar zu machen, aber gleichzeitig anzudeuten, diese Räume sind, das kommt hier noch hinzu, wie durch ein Fischei objektiv gesehen, gestreckt, sind gebogen, auch wie hier das Kolosseum, wo er den Trick anwendet, dass er eigentlich die letzten 5, glaube ich, oder noch mehr Arkaden, die man eigentlich gar nicht sehen könnte mit dem normalen Auge, dass er die einfach hinzuaddiert optisch und dadurch dieses Gebäude nochmal in seiner Größenerstreckung steigert. Damit geht's los. Das sind alles ganz kleine Architekturbildchen, könnte man fast sagen, die aber, wenn man sich nah vor dem Buch befindet, eben bereits eine enorm monumentale Wirkung haben. Was er aber vorführt oder was ihm wichtig ist, eigentlich eben, wie er in deiner Vorrede betont, darauf hinzuweisen, dass diese ganzen Gebäude bedroht sind, dass eben die heutigen Besitzer dazu neigen, die Steine für ihre eigenen weiteren Häuser abzutragen und zu benutzen, und dass sie auch einfach die frisch gefundenen römischen Überbleibsel zerstören und die dem Zahn der Zeit anheimfallen. Das macht er schon direkt in diesem Frontispiz zum zweiten Band deutlich. Zweiter und dritter Band, das ist ganz ungewöhnlich, eben, es geht gar nicht um Architektur, jedenfalls nicht auf den ersten Blick, sondern um römische Grabkammern, Grabkammern in Rom und in der Umgegend von Rom, die er hier mit solch einem Knochenstillleben, ganz morbid ist das Ganze so ein bisschen, drauf blickenden einen Schauer über den Rücken jagen wollend angelegt, also angedeutet, dass es jetzt erstmal um Grabkammern geht. Aber diese Grabkammern, das ist eigentlich seine These, die sagen, weil sie vielfach unberührt sind, weil sie vieles enthalten aus dem Alltag der Römer, die sagen viel mehr über die Antike fast aus als diese Gebäude, die er zunächst in kleinem Maßstab vorgeführt hat. Das steigert er aber auch sofort mit einer dieser vielleicht berühmtesten Ansichten aus den Antiquita Romane, dieser Ansicht der Via Appia, also eine fantastische Ansicht, auch hier Architektur Capriccio, eine Zusammenstellung von sowohl Grabbauten und Urnen entlang der römischen Straße, die hier mit einem steilen Sog in die Tiefe führt und eine weitere Straße in die andere Perspektivlinie hinabführt. Und dann wird bis an den oberen Bildrand Monument auf Monument getürmt. Also wie ein Horror-Vakui wird eigentlich jeder Raum in diesem Bild mit Form gefüllt, wird immer wieder neu etwas an Architektur darauf getürmt. Das Ganze entbehrt aber nicht, wie vielfach geschrieben worden ist, jeder Grundlage. Also das ist vielfach ja als reine Fantasie angesehen worden und sozusagen der unterdrückte Architekt, der sich hier verwirklicht. Das Ganze trägt auch Widmungen, etwa an Robert Adam und an den Maler Anne Ramsay, die beiden Briten, mit denen er befreundet war, die hier fiktive Gräber dann auch erhalten. Also so beehrt man Freunde in der Zeit. Das Ganze ist aber eben nicht fiktiv, sondern schon das deutet darauf an, dass es einen Realitätsbezug gibt. Und der ist, wenn man da mal genauer schaut, und das war jetzt so meine Entdeckung bei der Auseinandersetzung damit, dass Piranesi diese Bände miteinander verklammert.
dass er regelrecht unter Literaturwissenschaftlern würde man da so sagen einen intertextuellen Bezug, hier wäre es ein interpikturaler oder interlibrarialer Bezug herstellt, dass zwischen diesen Bänden 2 und 3 nämlich gesprungen wird an dieser Stelle. In Band 3, also an viel späterer Stelle, präsentiert er hier diese Ansicht der Via Appia in eben auch fantastischer Form erweitert, bis in den Betrachterraum hinein ergießt sich sozusagen diese Prachtstraße in der Form, wie sie in seiner Zeit zu sehen war. Gleiche Perspektive, ähnliche Flucht eben entlang dieser fantastisch stalaktitenartig aufragenden Gebäudefragmente und dieser Tiefensog am rechten Bildrand, wie er dann von ihm rekonstruiert, weitergedacht wird. Alles das bereitet er vor in einer kleinen Zeichnung, einer, komm ich Besuch, ein kleiner Architekturfreund, hallo. Das bereitet er vor in einer Zeichnung, die sozusagen beide Pole von Piranesis Denken ansprechen lässt. Einmal eine Zeichnung, die verglichen mit der Präzision, wie das dann im Stich ausformuliert ist, geradezu bestürzend ist, dass hier eigentlich nur fast gemalt wird auf dem Blatt, wie eben wie ein Maler hier lavierend Tinte verreibt, um Hell- und Dunkelzonen eigentlich nur anzudeuten. Es gibt kaum Details, daraus wird das entwickelt, die Großform und die unendliche Mannigfaltigkeit dieser Wiedergabe, dieser fantastischen Straßenflucht. Es gibt aber genau auch, wenn man weiterschaut, ebenfalls im dritten Band die Gegenrichtung, den Blick in den Mikrokosmos, runter auf das Straßenpflaster der Via Appia, das er eben auch nicht summarisch dann wiedergibt, sondern in einer genauen Beschreibung der Steine, der Materialität, der auch Zerstörungsgrade, die sich da Bahn gebrochen haben, also ihn genau bis in das Steinwerk hinein interessiert eigentlich, wie ist das entstanden und was ist davon heute noch übrig. Und diese Faszination, die erstreckt sich eigentlich auf alle Hinterlassenschaften der Antike und besonders eben auf die Grabbeigaben, die eben auch die Zeitgenossen bewundert haben, eben dann einfach verschleppt wurden, in Privatsammlungen landeten. Er das Ganze aber sozusagen nicht museal präsentiert, aber eben in einer Parallelform, dass er diese Urnen, die in der Villa Corsini gefunden worden sind, an der Via Appia, dass er die monumental weit über Augenhöhe, als ob sie 5 Meter groß wären oder noch größer, präsentiert. Und das Ganze kontrastiert eben mit diesen kleinen Figuren, die hier erneut regelrecht aus dem Bild zu steigen scheinen und hier aufblicken zu diesen gigantischen Urnen aus römischer Zeit. Das sind erneut, ich habe das ein bisschen jetzt übertrieben, so die fantastischen Beigaben. Es gibt aber eben auch ganz nüchterne Aufnahmen, die wie unsere Case Study des Hauses auch eben mit Grundriss, mit Schnitt vorgeführt werden, also ganz rational erstmal erschlossen werden. Und dann kommt die Ansicht, also auch in diesem Fall 2 Ansichten, einmal alte Ausgabe, einmal Taschen, eben auch mit den beiden Haupträumen einer Grabkammer, die er als Kammer des Lucius Aruntius identifiziert und wo auch gezeigt wird, wie die Zeitgenossen das betrachtet haben. Also er thematisiert das Sehen über diese Figuren dieser britischen Milords, die da von einem Führer in diese Grabkammer hineingeführt worden sind. Man sieht aber genauso auch, was die Diener und nicht gebildeten Reisenden machen. Die stürzen sich hier nämlich auf da einen derartigen Brunnen oder auf einen Schacht, durch den man irgendwie noch etwas erkennen kann. Also wie die Tauben oder Raben, die irgendwas entdecken, an dem sie picken können, hängen die da über diesem Schacht und ignorieren eigentlich die Großartigkeit dieser Antike und der antiken Überbleibsel, die er oben eben genauestens auch in dem Stadium des Verfalls wiedergibt. Also
das Ganze weit ab davon, Ruinenarchitektur oder Ruinenromantik zu verbreiten, sondern eigentlich immer mit dem Interesse, Dinge genau wiederzugeben. Dann aber kippt das Ganze immer schnell auch in eine fantastische Seite, wie jetzt erneut beim Frontispiz des dritten Bandes, der erneut hier durch ein Knochenstillleben vorführt, um überzuleiten auf die andere berühmte Ansicht, das zweite Frontispiz des dritten Bandes, das eine fantastische Rekonstruktion des Circus Maximus vorführt. Also auch hier die Großartigkeit, die Weitläufigkeit römischer Architektur vorgeführt wird. So vielleicht auf den ersten Blick. Also auch hier eine Kombination zwischen wahllos zusammengewürfelten Überbleibseln, wie es scheint, aus antiken Grabmälern und dann der sich weit öffnenden Blick in die Arena entlang der Spina mit hier den ganzen Monumenten, die dort aufgereiht sind. Das Ganze erklärt sich auch hier wieder ein bisschen über den Blick in die weiteren Bände, dass man einerseits sieht, wie das zu Piranesis Zeiten aussah, hier der Blick auf den Palatin und den Circus Maximus, also fast analoge Ansicht. Und was Piranesi sich eigentlich ursprünglich dachte, hier die Zeichnung bekannt in Berlin im Kupferstichkabinett, wo man erkennt, wie stark er auch im Werkprozess die Dinge dann nochmal radikalisierte architektonisch, dass er sich nämlich eigentlich vorgestellt hatte, dieser Zirkus ruht auf 10 Stockwerk hohen Substruktionen, die hier am linken Bildrand erkennbar sind. Die sind hier etwas verschleiert und dann nochmal am linken Bildrand eben eine Tempelfassade, die hier ebenfalls nur angedeutet ist und man blickt dann auf die Arena und im Hintergrund gewaltige Bauten, 3, 4 hier in der Vorzeichnung und Sie sehen schon hier eben in dem Stich, dass er das gewaltig steigert und eben eine endlose Folge von Bauten, beginnend mit Pyramiden über eine derartige Kolonnadenarchitektur, solche Gebäude mit riesigen Pfeilern oder Strebepfeilern aufbaut, mit solchen fantastischen Aufbauten bis in den Himmel ausgreift, also regelrecht Wolkenkratzer da erfindet. Alles Bauten, die ja, fantastisch aussehen, von denen man aber sagen kann, was sie eigentlich meinen. Pyramiden ist klar, aber etwa hier das Gebäude, das sich anschließt, damit ist wohl das Septizonium, also ein Hauptgebäude römischer Architektur am Palatin gemeint. Aber es gibt dann eben solche Ansichten hier, das ist in der Ansicht noch etwas unklar. Wenn man diese Zeichnung sieht, ahnt man, was er meinte, nämlich hier auch im Ungers Archiv als Gipsmodell zu sehen, das Mausoleum von Halikarnassos, was da rekonstruiert ist. Also Weltarchitektur, die er da in Abfolge vorführt. Und damit nochmal wichtig wird, wann das Ganze entstanden ist. 1756 ist nicht ein zufälliges Jahr, ist auch kein unbedeutendes Jahr, denn man muss sich klar machen, dass Winckelmann 1755 nach Rom gekommen ist und dass er 1755 seine Gedanken über die Nachahmung der griechischen Kunst verfasst hat in Dresden. Das kannte Piranesi sicher noch nicht, aber er kannte Logier und er kannte auch Mariette, die beide als französische Architekturtheoretiker bereits unterwegs waren mit dem Gedanken, dass die griechische Architektur die ursprüngliche und die bedeutendste gewesen sei und dass die römische Architektur eigentlich nur ein schlechter Abklatsch der griechischen Architektur, ein verdorbener Abklatsch gewesen sei. Und das wird ihn dann im weiteren Verlauf seines Oeuvres beschäftigen, dass er ganz polemisch sich 1761 mit dieser Schrift gegen diese Ansicht von der griechischen Architektur wendet, dass er nämlich betont, dass die römische Architektur della Magnificenza, d'Architettura dei Romani, auf Italienisch und Lateinisch das Ganze argumentiert, beweist in diesem Band, dass die römische Architektur die bedeutendere gewesen sei. Also das
beginnt bereits hier in den Antiquita Romane, dass eben Architektur historisch wahrgenommen wird, dass es ein Bewusstsein davon auch im Bild gibt, welche Stadien die Architektur in der Antike bereits durchlaufen hat und die Frage sich stellt, was machen wir damit, mit diesem Bewusstsein? Ist das bereits zu Piranesis Zeit ein Historismus, also man kann ägyptisch bauen, man kann griechisch bauen, man kann etruskisch bauen und das alles irgendwie wild miteinander kombinieren? Das gibt es bei Piranesi dann vor allem in seinen Kaminentwürfen, wo er diese Ornamentformen wild miteinander mixt. Aber zunächst erstmal das Beharren, das Insistieren darauf, dass die römische Architektur, wie sie in Rom und Umgegend zu sehen ist, dass das eigentlich die Krönung der antiken Architektur sei, größte Komplexität erreicht habe und eben auch die Großartigkeit von römischer Architektur für sich spräche. Das expliziert er dann im dritten und vierten Band an einer Reihe von Beispielen. Ich zeige Ihnen jetzt nur ganz knapp zwei, um auch langsam zum Ende zu kommen, nämlich hier mit dem Grabbau der Cecilia Metella, dass er ebenfalls mit lauter den späteren Umbauten aus dem Mittelalter erst zeigt, dann aber auch vorführt, wie wunderschön das Bauornament dieses Bauwerks war, um dann dazu überzugehen, und jetzt wird es erst recht großartig, diesen Bau ganz neuartigerweise zu erschließen. Dass er nämlich beginnt zu überlegen, wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Also diese Architektur nicht einfach hinnimmt, die stand da immer schon so, sondern eben nach der Entstehung und da erst recht ins Staunen gerät, wie diese Entstehung passiert sein könnte. Und diese Art, Architektur zu präsentieren oder überhaupt Objekte zu erschließen, die hat wiederum was mit jüngsten Entwicklungen zu tun. Da ist er quasi parallel zu dem, was Sie hier unten sehen, nämlich eine Tafel aus der Enzyklopädie von Diderot d'Alembert. Das große Projekt, das die Enzyklopädisten, die Aufklärer 1751 in Paris begonnen hatten. Und hier in ganz ähnlicher Weise, hier ist gezeigt, wie ein Gussofen, ein Gusshaus für eine Reiterstatue aufzubauen wäre. In ganz ähnlicher Weise versuchen, sezierend Weltwissen zu vermitteln. Also Bücher als Speicher von Wissen wird hier genutzt, wird von Piranesi ganz auf der Höhe der Zeit eingesetzt. Und dann kommt er eigentlich zu den großartigsten, wie ich finde, jedenfalls beeindruckendsten Tafeln aus dem dritten Band, wo es darum geht, wie dieser Grabbau geschaffen worden ist. Aus einer ganz einfachen Beobachtung, dass diese Quader, aus denen dieser gewaltige Bau besteht, dass in diesen Quadern Löcher sich an den Seiten befinden, überlegt er, wie sind diese Quader eigentlich bis in 20 Meter Höhe gehievt worden und kommt dann zu einer Rekonstruktion. Und da kann man wirklich, glaube ich, davon sprechen, dass er sich als experimenteller Archäologe betätigt, dass er überlegt, welche Klammern sind dazu verwendet worden, aber genauso auch, welche Instrumente sind dazu erfunden worden, um mit Kränen, dann mit Menschen- oder Ochsenkraft diese Blöcke emporzuhieven. Das zeigt er, fast würde man heute sagen, comichaft auf diesen drei Tafeln, die eben nochmal als Schaubilder aufgerollt werden, hier im oberen Bildrand fingiert, so wie Rollos herabgelassen werden. Und dabei zeigen eben beim letzten Bild eben, wie dieser Block nach oben gehievt wird. Und das treibt er noch weiter. Also er ist noch nicht am Ende. Er macht eine große Tafel mit diesen Instrumenten, wie er sie rekonstruiert, wie er sie auch, muss man sagen, erfindet. Denn die gab es nicht, die hatten sich nicht erhalten. Was sich erhalten hatte aber, war eine Bautechnik, die auf Brunelleschi, den Architekten des Florentiner Dom oder der Domkuppel in Florenz, zurückging. Nämlich das kleine Dingelchen hier, das hatte Brunelleschi erfunden, die sogenannte Olivella, also einen Haken, mit dem man, wie es oben gezeigt ist, einen Steinblock greifen konnte oder der so in einen Steinblock versenkt wurde, dass man eben mit Seilen diesen Steinblock dann hieven konnte.
Und Piranesi geht jetzt daran, wie andere Antiquare, andere Altertumsforscher vor ihm, Vitruv zu lesen und findet bei Vitruv den Hinweis, dass es etwas wie eine Thenaia oder Thanaia gegeben habe, was er annimmt, dass es ein derartiger Haken gewesen sei, und rekonstruiert nun, wie dieser ausgesehen hätte, wie er verwendet worden sei, und behauptet dann, das Ganze wäre sehr viel einfacher und besser als die Technik von Brunelleschi, die zu seiner Zeit verwendet wurde. Also, das ist im dritten Band, letzte Tafel des dritten Bandes. Also es geht um Bautechnik und auch um den Versuch, ähnlich wie bei der Enzyklopädie, Wissen, technisches Wissen zu vermitteln und das technische Verständnis der Zeit zu steigern, um neuartige Bauten aufführen zu können. Also ein technisches Interesse, was sich damit auch verbindet, was dann aber letztlich doch wieder mit ihm davon galoppiert. Also schon diese Haken deuten es ja an, bei ihm unter seiner Hand gewinnt alles Monumentalität, wird gewaltig. Und sein Lieblingsbau hier, das Hadrians-Mausoleum in Rom, das stellt er in einer Reihe von Tafeln vor. Und dieses Hadrians-Mausoleum, das muss ich Ihnen zeigen, dieses Hadrians-Mausoleum, ja, ich brauche mal eine starke Hand, danke. Das Hadrians-Mausoleum und seine Konstruktion rekonstruiert er. Ja, legen wir es drauf. Und bei dieser Rekonstruktion verfährt er ähnlich eigentlich wie bei der Cecilia Metella, dass er nämlich überlegt, was ist notwendig, um einen derartig gewaltigen Bau zu stützen und vor allem eben in einem Fluss, wo das Ganze durch einen, jetzt hätte ich mir ein Zettelchen reinlegen müssen, ja, Moment, das ist noch weiter, und er rekonstruiert gewaltige Substruktionen, ja, wir zeigen alternativ ein ähnliches Blatt, wo er, kriegen wir das hin? Ja. Also wo das Ganze, ja, careful. Erstmal ist es falsch. So, wollen wir es zeigen? Also in dieser Weise. Kannst du mal hier halten? In dieser Weise wird sozusagen aus dem Buch ein ganzes Planmaterial und ein regelrechtes Panorama einer solchen Brücke und der Art, wie diese Brücke konstruiert ist. Nur, dass Piranesi eben in dem Beispiel, was ich Ihnen projiziere, maßlos übertreibt. Also diese Substruktionen, die greifen dann 30 Meter in den Boden hinein und verdeutlichen eigentlich damit, dass diese Römer in der Lage waren, Dinge zu bauen, die kein Mensch mehr im 18. Jahrhundert hätte bauen können. Also so gewaltig ist das, was der römische Geist da entworfen hat. Also alles das hier ist eigentlich rein Science Fiction, kann man sagen. So, jetzt können wir es wieder zuklappen. Ja. Ja. Hm. Wir müssen mal rein. Zeigt auch, dass man Piranesis nie allein anschauen kann. So. Ja, ich schließe mit dieser Ansicht, dieser Strebepfeiler vom Hadrians Mausoleum, die genauso Fiction sind, die aber nochmal deutlich machen, welche Vision er von antike Architektur hatte, dass nämlich die Besucher hier ganz klein als Ameisen an diesen gewaltigen Blöcken, die dem zur Stütze dienten, dann nur noch Platz finden. Dankeschön.
So, ja, jetzt müssen wir den Bogen schlagen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, der erste Ergebnis, wo der Bogen wirklich sehr schwer ist. Aber wollt ihr es versuchen oder wollen wir gleich nur mit Fragen machen? Ich habe keine Steine gezeigt. Nein, aber ich glaube, ein interessanter Punkt ist wirklich die Frage von Materialien und Materialität, was mir da auch auffiel. Also an sich gibt es ja immer diese Glas-Stahl-Architektur, es gibt aber auch ein paar Architekten, die Holz einbauen. Was für eine Rolle spielt das oder gibt es da Vorgaben? Gab es da Vorgaben? Die ersten Entwürfe waren noch mit Holz. Mhm. Und auch mit Plywood und Plasterboard und solche Materialien. Aber das hatte damit zu tun, dass es einen Mangel an Stahl gab. Mhm. Ich glaube, dass die für diese Architekten war Stahl eigentlich der Ausdruck von der neuen Zeit. Und auch, weil sie ahnten, dass es ein industriell gefertigtes Produkt werden konnte, damit die Wohnungen. Dass es wirklich aus Teilen zusammengestellt werden konnte, die groß sind, womit in großen Schritten man große Teile dieser Bauwerke, diese Häuser bauen könnte. Und zum Teil waren es auch Übungen, um wirklich mit Materialien in deren Standard Größen zu arbeiten. Mhm. Hè? Also viel von der Standardisierung war auch wirklich darauf gerichtet, dass man tatsächlich die Produkte aus der Fabrik nahm und sie so wie sie sind benutzte in diese Wohnungen. Und du sagtest, und das sind teilweise Schienen dann gewesen, die... Diese Stahlteile. Ja. Aber die Ironie ist eigentlich auch, dass, obwohl die Architekten sich extrem viel Mühe gemacht haben, um mit diesen Produkten zu arbeiten, letztendlich die Contractor sagten von, ja, das macht so viel Mühe, um genau diese I-Beams und H, H- und I-Profilen gut aufeinander anzuschließen. Das beschreibt die Esther McCoy auch sehr schön. Die wurden eigentlich ganz irre von den Architekten, die da immer diese perfekte Anschließungen versuchen zu machen und ihre eigenen Details entwickelten. Und damit wurde es eigentlich zur gleichen Zeit auch so kompliziert. Mhm. Und so einzigartig, die unterschiedlichen Stahlhäuser haben auch alle immer neue Art und Weisen. Um der eine machte es mit Profilen von Rohren, der andere mit Beams, der eine wollte sie sehen, die andere wollte sie wieder verstecken. Also irgendwie gewann diese Persönlichkeit der Architekten es auch immer von diesen Standardteilen. Könnte man nicht sagen, dass sie dann gegen diese Standardisierung eigentlich gearbeitet haben? Ja, genau. Eigentlich das meine ich auch mit dieser Ironie. Ja. Mhm. Und sie suchte natürlich auch nach einem Ausdruck von wie drücke ich das aus? Hä? Zum Teil bei diesem Craig Elwood und auch bei ihm sieht man eigentlich, die Materialien werden so verwendet, wie die sind. Nicht? Und diese neue Ästhetik zeigt eigentlich in einer fast banalen Weise, werden die Sachen nebeneinander gestellt. Im Gegensatz zu einem Architekten wie König, die eigentlich versuchte, das zu dematerialisieren fast. Hè? Er benutzt die größten Spannweiten und wollte eigentlich die Materialien fast verschwinden lassen. Bei ihm kein Ausdruck von Materialien, aber nur noch Räume erfassen. Also diese Paradoxen waren auch schon im Programm drinnen, könnte man sagen. Und eigentlich ist nie es als eine Art von Baukasten übernommen worden. Es gibt keine von Firmen. Kopien oder Nachbauten dann in dem Sinne. Sie wurden nachgeahmt, aber wie ihr ja auch das nachgeahmt. Techniken wurden genutzt, aber ich glaube, dass die räumliche Qualitäten von den Häusern, die Grundrisse, das Offene, dass das eigentlich letztendlich ist, was ist übrig geblieben. Und die Gedanke, dass man revolutionäre neue Bauarten Methodiken entwickelte, die so also zu Standard wurden, das ist eigentlich am wenigsten übernommen worden.
Und bis zu jetzt werden die Häuser in Amerika aus Holz, diese Holzplatten gemacht. Bis zu jetzt auch, Stein wird weniger benutzt natürlich, das Balloon Frame Houses. Ja, es war eigentlich so eine Art von Hoffnung, dass das Industrielle, so eine Art von futuristische Haltung. Ja, ist auch eine Utopie, ne? Wie Piranesi ist Architektur Utopie. Auch eine Utopie, eine Utopie. Oder eine utopische Architektur. Es ist ein Bild von das Neue. Es ist ein Bild von das Industrielle, was mir auffiel, ist das eine soziale Utopie, was die da entwerfen? Es ging ja ursprünglich um Kriegsheimkehrer, ne? Dass sich jeder das leisten können sollte. Es war eine soziale Utopie, es war, denke ich, ein Lebensgefühl, was übergebracht wurde. Eine offene Haltung und ein neues Familienleben. Irgendwo schreibt die Esther McCoy, glaube ich, auch über, es sind mehrere Erwachsene und Junge es sind zwei Leute, die beiden ein gesellschaftliches, interessantes Leben führen, der Mann und der Frau, die haben beide ihre Plätze in diesem Haus. Manchmal treffen die Leute sich, manchmal ziehen sie sich auch zurück in ihre Zimmer. Gäste werden entertained. Eigentlich das Haus ist ein Stage für eine gewisse Lebensart, ein Podium für eine Lebensart. Und das sind sie eigentlich auch ganz figurlich, literally, indem die wirklich Podien bauen, wo die Leute sich bewegen mit der Stadt, bei dem König. Aus Horizont. Theaterkulisse. Es ist die Theaterkulisse, ja. Wo diese kleinste Einheit, die Familie, sein Leben lebt. Und es ist auch ein offenes Lebensgefühl, glaube ich. Siehst du denn hast du Einfluss von Piranesi, von den Römern in deinem Werk? Oder ist bei dir schon die Moderne, die dich oder euch als Architekten am meisten? Ja, ich glaube, als ich deine Vorlesung sah, kamen zwei Gedanken in mir hoch. Die eine war eigentlich die Vergleichung zwischen diesen Bildern, die Piranesi von den Ruinen macht, oder die wirklichen Ruinen, und die Fotos, die wir heutzutage sehen von Detroit. Diese großen Fotos von diesen Ruinen, von diesen Industrieruinen. Und, aber auch eine andere, die ganz andere Rolle, die die eigentlich beide auch vervullen. Weil Piranesi zum Teil mit zurückwirkende Kraft versuchte, eine Rekonstruktion aufzubauen auf diese Ruinen. Gucken wir jetzt auf diese Ruinenfotos und wie würde man das auf Italienisch sagen? Eine melancholische oder einige Leute sagen Ruinenporno fast. Ein verschwundenes Lebensgefühl bekommen. Aber bei Piranesi ist natürlich, ich glaube, es ist Kohlhaas gewesen, der diese piranesische Räume benutzt in seiner Beschreibung. Zum Beispiel als er in Lyon für diesen TGV diese Bahnhofsgebäude macht. Das ist doch ein Bahnhofsgebäude. In Lille, Entschuldigung, Eura Lille. Dann spricht er in der Beschreibung von diesem Raum mit unten, oben, so eine gewisse raumliche Komplexität, spricht er von einem piranesischen Raum. Gut, da sind dann die Carceri sicherlich. Da sind die Carceri. Gemeint, ne? Also ich glaube, die Bilder an sich von Piranesi, die er geschaffen hat, und nicht seine Botschaft, ist letztendlich was viel stärker übrig geblieben ist von seinen Bildern. Aber Johannes, du hast uns Piranesi mal von einer anderen Seite gezeigt. Ja. Man kennt Piranesi eher die Veduten, die du auch gezeigt hast. Aber jetzt der letzte Teil war etwas, glaube ich, das nicht jeder über Piranesi kennt, dass er die Werkzeuge neu entwickelt hat und selbst die dann in Übergröße dargestellt hat oder in diese nicht ganz so
vielleicht hübschen Teil, wenn er die Rekonstruktion der Häuser zeigte. Ich fand das sehr spannend. Wieso hast du dich darauf heute spezialisiert? Hat sich ergeben bei der Arbeit an den Bänden. Das mir auch aufgefallen ist, ja, bestimmte Aspekte werden immer wieder betont und ich bin ja kein Archäologe, darum war mir jetzt ein bestimmter Blick auch auf dieses Oeuvre wichtig und vielleicht auch wahrzunehmen, eben dass sich das in so einer Bildhaftigkeit einerseits manifestiert, dass aber dieser Wahrnehmung von Antike, diese Großartigkeit, die er vorführen will, dass die eine viel größere Tiefe hat als nur eben diese Bildoberfläche, sondern dass es wirklich um eine Auseinandersetzung, das wäre jetzt noch ein weiterer Punkt, den man weiter verfolgen könnte, dass eigentlich zu der Zeit noch Wissenschaft und Kunst in eins fallen. Das ist etwas, was uns ja vollkommen fremd geworden ist, an der Akademie vielleicht ein bisschen weniger oder hoffentlich weniger, aber eben gerade diese Ansicht mit diesen Werkzeugen, das ist ja, hat ja erstmal einen unglaublich hohen ästhetischen Wert, dieses Bild. Gleichzeitig ist es aber experimentelle Archäologie eben ein Nachdenken über die Antike oder den Stellenwert der Antike. Also das hat mich fasziniert, dass hier eben Dinge zusammenkommen, die wir auseinandergelegt haben und wo wir uns eben auch vielfach den Blick auf Dinge verstellen, dadurch, dass wir eben nicht mehr gleichzeitig Kunst und Archäologie miteinander in einen Dialog treten lassen. Ja, aber es hat auch mit einem gewissen Heroismus zu tun. Ich ja. zeige mal diese Bilder, ich weiß nicht, ob jeder das sehen kann. Da sieht man, wie wird gebaut. Also wie es gebaut ist, ist Teil der Geschichte, ist Teil der Überzeugung. Guck mal, wie fantastisch eigentlich und minimalistisch diese Konstruktionen sind. Die sind auch aufgenommen, diese Bilder, in dieses Buch. Also es ist interessant, diese Vermischung einerseits zwischen die Produktion. Und zur anderen Seite, ich glaube auf der Julius Schulman, der ist ein bekannter Fotograf, die dann diese ikonische Bilder auch fotografiert von diesem Lebensgefühl. Wir hatten vor einigen Jahren eine Ausstellung von Gabriel Basilico. Der hat sich und unseren Fernsehbüchern. Gabriel Basilico hat sich in die Plätze gestellt, die dieselben Vista hatten, wie die Veduten von Piranesi. Da war ganz schön zu sehen, wie auch er einfach eine bestimmte Aura nicht erreichen konnte, weil die Säule im Weg war. Die Piranesi wegschneidet, konnte der Fotograf nicht einfach weg entfernen. Und da war ein sehr schöner Vergleich, den wir hier hatten. Wenn Sie mal googeln, Gabriel Basilico, ein sehr interessanter Fotograf. Gibt es Fragen vom Publikum vielleicht? Weil es ist schon ein bisschen spät, ich glaube, jeder möchte ein Weinchen. Weiß man etwas darüber, ob Piranesi gezielt auf einen potenziellen Kunden hingearbeitet hat? An wen wollte er seine Sachen verkaufen? Er brauchte ja Geld. Ja, gute Frage. Der Kunde war natürlich ein anderer Venezianer, Papst Benedikt XIV. Und der hat ihm dann endlich auch einen Auftrag erteilt. Also erst ein Auftrag, aus dem dann nichts wurde, ein Altar für San Giovanni Laterano, aber dann später eben die Kirche des Malteserordens auf dem Aventin Santa Maria del Priorato. Wenn Sie mal nach Rom kommen, samstagmorgens ab 10, fantastisch. Also das ist dabei rausgekommen und den erwähnt er auch ausführlich im neuen Frontispiz dann von seinen Bänden. Das ist schon auch der, an den sich das richtet. Ansonsten weniger. Nee. Das Wort Sponsor ist übrigens auch etwas, was das verbindet. Nicht? Ja. Sponsor dieses Case Study Houses Programm, diese Verlager, der Geld findet, der diesen Auftrag formuliert, und dieses Buch, was zustande kommt, nur weil dieser Sponsor es gibt. Mhm.
Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für die wirklich spannenden Vorträge. Danke.